Hallo liebe Freunde, ich spiele 7 Days to Die. Willkommen am Tag 31. Das ist ein Unterschied, wa? Ob ich mit Eisen oder mit Pick oder mit Stahl abbaust. So, ihr weiß ich, was ich mache. Die Drähte stehen ja schräg. Ich werde die oben ansetzen und unten hier ungefähr noch den Betonklotz wegnehmen, der da liegt. Also das sind jede Menge Beton, das mache ich mit der Auger und unter den Maßnahmen, dass ich nicht ganz so viel Blockdurabilität habe. So, dann können wir hier, dann kommen sie hier an und stehen jetzt schon im Draht praktisch. Also anstelle von die Schräge nach da, will ich die Schräge nach da haben. Und dann müsste das endgültig gut sein. In meine Hülsen hingepackt. Ja, pfui Deibel. Jetzt haben wir 1200 Hülsen. Wir müssen auf jeden Fall noch vor der nächsten Horde, lange vor der nächsten Horde, Brass sammeln. Das ist ganz schöner Stress, an drei Orten gleichzeitig zu leben.
Schon sind wir da. Guck mal, die Bäume wachsen doch. Ich werde auf jeden Fall heute höher bauen, aber nicht weiter. Also nur in der Höhe jetzt bauen. Mal gucken, wie viel ich brauche. Good. Hey, lauf nicht weg! Nicht weglaufen, habe ich gesagt. Welche. Nicht weglaufen, Leute, nicht weglaufen. Boah, da ist immer noch einer am Abhauen. Irgendwo rennt sie noch immer rum, meine ich. Ein Mist, ich habe nichts zu essen mitgebracht. Was habe ich auch kein. Let's go.
mache das jetzt so, damit ich eine Übersicht habe. Ich kriege da immer einen Herzinfarkt. Boah, ich mache mal Pause. Was ist noch geplant diese Woche? Ich brauche auf jeden Fall Brass. Ich muss die Falle fertigstellen. Dafür brauche ich die Auger. Und ich brauche noch jede Menge Batterien und Scrap Mechanical Parts haben wir auch nicht. Das müssen wir alles noch finden. Außerdem will ich meine Waffensammlung vergrößern. Da ist die. Wow, ich habe die schon gesucht. Da ist die Leiter. Leck mich doch einer am Arsch hier, bin ich denn bekloppt oder was? So hoch soll das werden. Ja, vielleicht noch zwei oder drei höher. So, und wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, wird oben die Platte so groß ungefähr wie unten die Platte. Thank you.
Wir fahren mal eben zum Händler. Na, geht ja schon. Ja, sieht schon besser aus ein bisschen. Wir haben nur 199 Stück, die verstecken wir jetzt noch eben da drin. Und ja, dann müssen wir neue machen. Thank you.
Soll mir noch mal einer sagen, die Zombies wären blöde. War schon. Ich glaube, ich bin noch lange nicht oben. Das passt nachher so mit dem unteren und dem oberen Ding. Wir sind auf jeden Fall noch 1, 2, 3, auch ganz bestimmt noch 7 oder 8 Stufen da von dem Ende hier entfernt. Und die müssen wir natürlich auch noch nach außen arbeiten. Wir hauen hier von unserer Baustelle erstmal ab. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Trussing-Box. Die 84, die ich habe, die machen den Braten für heute auch nicht mehr fett. Die machen wir lieber einen anderen Tag weiter, aber nicht morgen. Morgen gehen wir Brass holen und nach Motoren gucken und sowas alles. Ich fahre noch nach Hause. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye, bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 32 wieder. Tschüssi.